Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was die Woche wirklich wichtig war. Mein Name ist Don Dahlmann, ich bin Journalist, Auto und Berater zum Thema Zukunft der Mobilität, Automotive Industrie, Smart Cities, elektrische Antriebe und alles, was so dazugehört. Wir haben die Woche ein bisschen eine monothematische Geschichte. Ich möchte mich mal ein bisschen über das Thema Sharing und Sharing Industry unterhalten, denn da läuft es gerade so überhaupt nicht gut. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Das hat angefangen schon im letzten Jahr, als sich DriveNow und Car2Go, also die beiden Dienste von Daimler und BMW, zusammengetan haben unter dem neuen Namen ShareNow. Das war so das erste Anzeichen dafür, dass es mit dem Free-Floating Carsharing vielleicht nicht so richtig gut läuft. Tatsächlich haben die bisher auch keinen Cent Gewinn gemacht. Dann kam eine weitere Hiobsbotschaft im Dezember, war das Coop, der Anbieter von diesen elektronischen Vespas, die so rumfahren bzw. rumgefahren sind in München, Tübingen und Berlin, dazu auch noch in Paris und Madrid waren sie, glaube ich, unterwegs, hat ebenfalls seinen Dienst eingestellt, war eine 100%ige Tochter von Bosch, die ja immerhin um die 43 Milliarden Umsatz pro Jahr machen, aber das Geld für die Sharing-Dienste, das hatte man nicht, beziehungsweise man wollte trotz positiver Geschäftszahlen, wie ich dann gehört habe, wollte man nicht weiter investieren. Man hatte gedacht, man ist schneller in der Gewinnzone, als das dann der Fall war. Dann kam die Meldung, beziehungsweise es geht jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag, dann kam die Meldung jetzt im Ende Januar, Anfang Februar, dass der Carsharing-Dienst Obli seinen Dienst einstellt. Wer den nicht kennt, die hatten ein ganz kluges Konzept. Das war so eine Mischung aus Free-Floating und stationsbasiert. Da waren die Autos so in Zonen geparkt, also das, so Nachbarschaftszonen haben die das genannt. Ein relativ großes Gebiet, aber nicht, die haben gesagt, man sollte nicht länger als 10 Minuten bis zum Auto laufen. Man konnte also nur innerhalb dieser Zonen dieses Auto abstellen und nicht einfach irgendwo in der Stadt. Das war so für Quartiersmanagement und so weiter ganz interessant. Die waren unterstützt unter anderem von dem chinesischen Autohersteller SAIC. Der hat wohl keine Lust mehr gehabt, da weiter Geld reinzustecken. Dann kam die Meldung, dass der Bergkönig in Berlin, also das Ridesharing-Geschichte, so ähnlich wie Moja und ein paar andere, die unterwegs sind, die ruft man also an, Rufbusse könnte man quasi sagen, Minibusse, auch in Gefahr ist, denn der Senat, zumindest Teile der SPD, sehen die Sinnhaftigkeit des Angebots nicht so ganz, was auch völlig unverständlich ist. Und dann zum Schluss die Meldung, Uber hat im letzten Jahr, ich glaube, über 5 Milliarden Verluste weiter eingefahren. Zwar sind die Gewinne auch gestiegen auf 4,07 Milliarden Euro, aber die Verluste überwiegen das doch bei weitem. Das sind also eigentlich keine guten Nachrichten für die Sharing-Industrie. Und da muss man sich fragen, woran liegt's? Nun, die Sharing-Industrie hat ja so angefangen vor ungefähr 10 Jahren mit Uber, dann sind dann andere noch mit aufgestiegen bzw. eingestiegen in die ganze Geschichte und so richtig Schwung hat die ganze Sache ja so in den letzten 5 Jahren bekommen. Jetzt schaut man nach 5 Jahren oder viele Geldgeber schauen natürlich jetzt nach 3 bis 5 Jahren dann irgendwann ins Portfolio rein und sagen so, da habe ich doch mal irgendwie ein paar oder eine 2- bis 3-stellige Millionensumme rein investiert. Was ist daraus geworden? Nichts, das stellen die dann fest. Tatsächlich tun sich die Sharing-Unternehmen schwer. Warum ist das so? Die tun sich vor allen Dingen deswegen schwer oder sie haben deswegen Probleme, weil die operativen Kosten so hoch sind. Das heißt, ich muss ja die Autos immer mal zwischendrin von A nach B bewegen oder ich muss die Motorräder bzw. die Motorroller von A nach B bewegen, um halt ein bisschen Werkstattpflege zu betreiben, muss die Batterien wechseln, muss die sauber machen und andere Geschichten. Und diese operativen Kosten, das sind die Kosten, die am Ende den Sharing-Unternehmen mehr oder weniger das Genick brechen, einfach weil sie so hoch sind. Und dementsprechend kann man da auch relativ wenig machen, denn man muss die Autos ja sauber machen, sie müssen gepflegt werden und so weiter und so fort. Interessanterweise muss man dazu aber auch sagen, dass die stationsbasierten Sharing-Unternehmen, also Cambio, Flinkster, diese Probleme nicht haben. Das liegt aber daran, dass die Fahrzeuge eben an einer bestimmten Station abgegeben werden und an dieser Station dann auch gepflegt werden können, beziehungsweise da muss dann nur einer rumfahren, die Autos sich dann angucken und dann kennt man ja die Stationen, wo sie stehen. Also das ist ein bisschen leichter. Und ich habe auch mal gehört von jemandem, der bei den stationsbasierten Anbietern arbeitet, dass die Autos nicht so verdreckt sind und besser gepflegt werden von den Nutzern. Auch eine ganz interessante Geschichte, die damit zusammenhängt. Eine zweite Geschichte allerdings auch, und da sind die Carsharing- bzw. Ridesharing-Anbieter nicht so, also da haben sie keine Schuld, das liegt ein bisschen tatsächlich bei den Kommunen und den Städten. Die haben versäumt, diese Angebote, die es ja nun schon auch ein bisschen länger gibt,
tatsächlich in ein Verkehrskonzept innerhalb der Stadt zu integrieren. Und was man gemacht hat, war, alle Konzepte in die Stadt reinzulassen. Aber die Verkehrsplanung weiter, die ist davon ausgegangen, dass jeder in der Stadt noch sein eigenes Auto benutzt. Das heißt, man hat das eigene Auto, das eigene Kfz der Bewohner weiter hofiert und hat alles dafür getan, damit es sich möglichst leicht von A nach B bewegt. Aber man hat die neuen Konzepte, die man ja gerne ausprobieren wollte, unter anderem, weil man Verkehr sparen wollte, die hat man nicht weiter unterstützt. Man hätte dazu übergehen müssen, zum Beispiel mehr Parkplätze für Carsharing-Autos zur Verfügung zu stellen, vor allem für die stationsbasierten. Man hätte auch gleichzeitig die Parkraumbewirtschaftung, also die Preise dafür, deutlich erhöhen müssen. Man hätte vielleicht auch den Parkraum generell erhöhen, also den Preis für den Parkraum generell erhöhen müssen, vielleicht von 6 € die Stunde auf 12 oder 15 € die Stunde. Das sind alles so Maßnahmen, die man hätte machen können, um das Carsharing zu verbessern. Am Ende wollen alle weniger Verkehr in der Stadt, auch die Städte ganz besonders. Aber wenn die Städte nichts tun und nicht gewillt sind, ihre Verkehrsplanung zu verändern, damit die Carsharing-Unternehmen überhaupt eine Möglichkeit haben, ihr Geschäftsmodell vernünftig anbieten zu können, dann kann natürlich auch nichts passieren. Also es ist ein bisschen auch eine schizophrene Angelegenheit von den Städten. Und ich denke, hier wird man in diesen und im nächsten Jahren schleunigst etwas ändern müssen, denn sonst wird das Carsharing wahrscheinlich komplett aussterben. Das war's dann für diese Woche. Ein bisschen monothematisch, wie gesagt. Nächste Woche haben wir dann wieder ein bisschen mehr Themen, hoffentlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Macht's euch schön gemütlich, denn es soll ja ganz schön stürmisch werden. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.